Ja, hallihallo Freunde, so ein neuer Ansatz. Ich habe jetzt glaube ich 10 Minuten lang geredet, bis ich gemerkt habe, dass mein Mikro aus war. Ja, nochmal kurz, was passiert ist. Ja, die Dia-Maschine ist gelaufen die ganze Zeit. 41 Dias. Ja, ich bin irgendwann drauf gekommen, ja, die Diamantenmaschine rennt ja und hab gescha bin schauen gegangen und habe gesehen, was? 4 Diamanten? Das war eine volle Kiste Kohle. Ja, ich schaue alles durch und dann schaue ich hier rein. Kein Obsidian. Und da waren, glaube ich, 4 Stacks von diesen Teilen drinnen. Ja. Was wir heute vorhaben, ist den Zug, den ersten Zug einmal fahren zu lassen. Und zwar, hier haben wir schon den Item-Entlader hergegeben und eine Sperrschiene. Was mir noch einfällt, was wir brauchen, ist von Railcraft ein Minecart mit einem Weltenanker. Der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Normalerweise brauchen die Railcraft-Sachen Enderperlen zum funktionieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das nicht deaktivieren werde. So, beginnen wir mal mit unserer kleinen Chuchu-Bahn. Die steht natürlich falsch herum. So, gut, dann hängen wir hinten dran ein Minecart. Und dass der Zug etwas länger wird, hängen wir noch eins dran. Schaut cool aus. So, jetzt mit Shift-Rechtsklick können wir die verbinden, dass es auch ein Zug ist. So, und zum Schluss setzen wir noch den Weltenanker hin. Und dann gucken wir mal, ob der jetzt Enderperlen braucht oder nicht. Ja, braucht er. Kriegt er dabei jetzt noch? Mal gucken, vielleicht lassen wir es ihm auch, dass wir ein bisschen Material verbrauchen. Ich glaube, eine Enderperle geht eine Stunde. Gucken wir mal. 12 Stunden geht eine Enderperle. Okay, der frisst alle. Na toll. So, jetzt müssen wir da mal Wasser reingeben. Schwupps. Passt. So, jetzt hauen wir mal hier Kohle rein. Und starten die Lokomotive mal, dass sie sich mal aufheizen kann. Sie wird noch nicht wegfahren. Sie heizt jetzt, wie gesagt, nur mal auf. Haben wir noch 2 Wasserkübeln. Und dann warten wir hier und gucken mal, ob die ganze Sache funktioniert und uns das und uns der Zug Enderperlen bringt. So. Habe ich schon wieder mein Essen hingeräumt. Das ist schon wieder auf Abwägen. So, nehmen wir heute mal. Heute werden wir mal Äpfel essen. Tü-tü-tü. So, wie sieht's aus? So, produziert schon Dampf. Und ja, ich hätte gesagt, wir lassen sie jetzt einfach mal fahren. Tschüss. So, jetzt schauen wir mal, ob sie uns Enderperlen bringt. Ja, ich habe drüben auch wieder ein bisschen weitergebaut. Ich habe zwar jetzt nur mal wirklich nochmal, wie groß das ungefähr ist. Maschinen aufbauen und fertigen wird es, wie gesagt, Samstag. Was ist das? Vor Ostern irgendwann. Vierter wird ein Livestream wiederkommen, wo wir da drüben weiterbauen werden und Maschinen aufbauen werden. Das heißt, die großen Verarbeitungshalle wird jetzt langsam begonnen für die Erzwaschanlagen und so weiter. So, da kommt der Zug. Gucken wir mal, ob das geklappt hat. Oder ob der uns. Hier liegen noch 2 drinnen. Ah, okay, der hat er gleich ausgeladen. Er ladet die Kohle aus. Und Enderperlen. Warum hat er jetzt doch alle mitgenommen? Und er ladet die Kohle aus. Okay, das heißt, wir müssen ihm hier. Na toll. Wir müssen ihm hier sagen: Filter. So. Dass er jetzt nicht uns wieder die Kohle rausnimmt. Bewegt die Gegenstände bis das Ziel. Überschuss. Normal, komplett manuell.
So, alle. Normalerweise sollte er... Ich habe doch 16 eingestellt. Man sollte dem Zug auch möglichst nicht in die Quere kommen, weil der macht einen ganz schön platt. So, gucken wir uns das mal an. Nur kurz mein Auge. Hm. 16 Enderperlen. Kann man da keinen Filter? Normalerweise schon, ne? Ah. Okay. Weil ich will nicht, dass er so viele rüberbringt, weil wir sonst irgendwann übergehen. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Ich glaube, er kommt. Oje, sie stottert nur noch. Ja, die Kohle, okay, das ist jetzt wieder falsch geschalten. Das wird dann irgendwann noch besser werden. Ja, jetzt steht der Zug falsch. Wir werden ihm das gleich umdrehen und ihm die Kohle wiedergeben. So. Jetzt werden kurz aufheizen. So. Jetzt fährt das eine Minecart, wie es will. So, stellen wir die wieder zurück. Eigentlich ist fast besser, wenn er so fährt. Wenn er als erster so fährt. Und dann die Weiche aufdrückt. Mal gucken. Warten wir noch einmal, bis er wiederkommt. Ja, und so rennt dann unser ganze, unser ganze Import-Export sozusagen über die ganzen Hallen. Ich finde einfach lustiger, wenn das so funktioniert und nicht alles über Tesseract und Ender Chest geht. Ich sage jetzt, wenn das über eine Distanz geht, die eben diese ist, ist meine Map schon wieder gelöscht. Ach Gott. Dann ist es irgendwie klar, dass wir das über Ender Chests machen. Aber ja, so kleine Wege können wir ruhig per Zug machen und sieht auch richtig cool aus. So, und jetzt sollte er abbiegen, halten und er sollte wieder losfahren. Ja, und die Weiche stellt sich wieder zurück, perfekt. So, hat er jetzt was eingeladen? Warum das eine Minecart immer in die, ja, ein Stack? Das reicht, weil die Kiste geht wahrscheinlich eh schon über. So. Fast. So, jetzt hätte ich noch gerne eine Schiene. Hoppala. Und zwar einen... Pfeifschiene nicht. Lokomotivensteuerung hätte ich gerne. Irgendwie macht dieses eine Minecart immer, was es will. Dass wir jetzt den Zug auch anhalten können. Vorher gehen wir schlafen. So. So. Weil jetzt eben noch kein Pleite-Energistik-System und so weiter darauf Zugriff hat, werden wir das jetzt mal so machen. So, wir haben jetzt wieder Glasscheiben. So. Gut. Dann brauchen wir. Ich glaube, wir haben kein Rot. Na. Was ist das? Was ist das? So. Okay, da kann ich. Okay, das. Das fehlt. Dann brauchen wir. Was fehlt uns jetzt noch? Was ist oben? Grün. Grün fehlt uns. So. Aber jetzt. So. Zweimal das. Und das war klar. So, uns fehlt ein... Kann man die irgendwie wieder zerstören? Dass man das vielleicht wieder rausbekommt? Was ist denn das für ein Rezept? Okay, man bekommt Eisen wieder raus.
Na egal, dann holen wir uns. Kübel haben wir, glaube ich, eh noch. Ja, wir werden uns dann jetzt auch bald. Das werden wir eigentlich, könnten, denke ich, heute gleich beginnen. Forestry-Maschinen zu bauen, dass wir das über den Carpenter machen können. Die kommen in diese Ecke. Und wo ich dann die Mechanism-Sachen hingebe, das weiß ich bis heute noch nicht. Was ist denn das? So, ich brauche ja 4. Hahaha. Das muss man auf jeden Fall dann über einen Carpenter machen, weil das ist echt zach. Da jedes Mal. Wo sind meine ganzen Eimer hin? Hallo? Achso, da steht die Security-Einheit drauf. Das wird dann jetzt demnächst passieren. Das heißt, wir gehen jetzt dann mal Richtung Forestry, mal Richtung Bienen, mal Richtung Holzfarm von denen, also Farmen von Forestry und also Baumzucht und so weiter. Das werden wir jetzt dann demnächst angehen. Und nebenbei werden wir immer dieses Zugsystem ausbauen und das Gebäude fürs Logistikzentrum werde ich wahrscheinlich komplett offscreen bauen. Nur das Gebäude. Von der Technik her werden wir alles in den Folgen oder in Livestreams machen. Also es wird wirklich rein nur das Gebäude, weil es wird wahrscheinlich ein Ausmaß haben, was ich selber noch nicht. Wo ich mir dann selber denke, Junge, was hast du da gebaut? Und von daher würde es sonst den Rahmen. Wir werden immer wieder reinschauen, aber es wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das in einer Folge mache. So. Reißen wir das mal hier raus. So. Kann ich hier was einstellen? Ja, stopp. Und jetzt geben wir noch ein Redstone-Signal. So. Wenn jetzt der Zug kommt, ablädt, bleibt er dann hier stehen. Und so wird dann alles gesteuert werden. Also es wird dann ja ziemlich aufwendig, aber wenn dann mal alles in Folge 3.768.000 fertig ist, wird das dann alles richtig cool werden. Wir werden es dann langsam Richtung Benzin, aber ich weiß ja gar nicht, was ich alles noch alles machen soll. Ich werde viel für den Livestream herrichten, dass wir da schnell und effizient arbeiten können. Wir werden noch ein paar Leitungen machen. Werden sogar vielleicht, weil ich brauche eine Übergangsenergie zum Nuklearreaktor, weil drüben wird alles per IC2 Energie gesteuert und über Dampf. Also von daher, ich habe die Befürchtung, dass der Zug stehen geblieben ist. Ups. Habe ich dieses Gefühl, weil er kommt nicht. Dem ist sicher irgendwas aus. So, Entschuldigung, da ist gerade wieder ein Fehler. Aus irgendeinem Grund, wenn ich bei meiner Tastatur den falschen Knopf drücke, macht der. Ich glaube, ich habe ein Makro auf diese Taste gelegt, aber ich weiß es nicht. Weil ich ehrlich gesagt noch kein Makro, ups, auf diese Taste gelegt habe. Von daher. So. War ja klar. Gehen wir mal auf bereit. Der soll sich jetzt mal aufheizen. Ja, und hier kann er eigentlich in Ruhe die ganzen Enderpearls reinpumpen. Ja, wir haben eh nicht mehr viel, weil er jetzt ziemlich viel schon abgeholt hat. Aber das kann er da jetzt ganz ruhig machen. So. Die funktionieren, die arbeiten eh alle, sind voller Mob-Essenz. Wir werden vielleicht sogar jetzt den Enderman-Spawner mal wieder anschalten, weil die können hier ja nicht spawnen, alles andere spawnt hier hinten. Weil, ja, ich müsste das zubauen. Das werde ich auch da tun, da brauche ich aber noch Redstone-Leitungen, damit ich das hier alles hergeben kann. So, jetzt kann er mal in Ruhe Enderperlen produzieren. So, unser Zug sollte jetzt schon wieder warm sein. War jetzt klar, dass er in die falsche Richtung steht. So, und lassen wir ihn ein bisschen langsamer fahren. So. Zack.
warum. Ich werde das irgendwie da ein bisschen größer machen. So. Der geht ganz schön ab, der Zug. Der wird wahrscheinlich dann der wird auch durchfahren, weil der bringt, wird dann Knochen und so weiter nach hinten bringen. Deswegen habe ich ja gesagt, da kommt dann diese komplizierte Ding, dass hier der Zug stehen bleibt und wartet, bis dieser Zug hier drin ist, und der wartet dann wieder, bis der Zug hier drinnen ist. So. Eigentlich hätte der Zug stehen bleiben müssen. Fragt mich jetzt nicht, was er jetzt gerade tut. Oh, okay, ich weiß schon. Er wird nur auf deaktiviert, aber da bräuchte ich dann eventuell noch eine Halteschiene, damit der Zug auch stehen bleibt. Kann ich den zurückschieben? So. Machen wir das schon gleich. So. Langsam zurück. Bereit. Fahren. Zurücksetzen. So, ein Stückchen noch. So, und hier müssen wir nochmal eine. Zack. So, und die müssen wir jetzt auf gewechselt Zugsperrmodus, Haltemodus, Zughaltemodus. So. Wenn ich jetzt sage, fahr. Ja, passt. Gut. Ausschalten. Das heißt, jetzt bräuchte ich hier dann nochmal einen Hebel oder einfach einen Redstone. Wir werden das einfach mit einem Redstone machen. Jetzt dabei ist noch alles ein bisschen billig. Und sobald ich das hier freigebe, ich muss den Zug, glaube ich, starten. Das müsste ich auch noch machen. Ja, wie gesagt, das ist noch alles in den Kinderschüchchen, diese ganze Railcraft-Sache. Aber das werden wir schon hinbekommen. Sonst würden wir ja hier nicht spielen. Ja, energietechnisch bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem kleinen Reaktor. Der leistet eigentlich ziemlich viel. Jetzt betreibt er gerade die Ender Quarry. Ich habe den Tesseract jetzt für das verwendet. Den Nether werden wir das nächste Mal wieder gucken, was da die Pumpe, weil der Tank ist ja die ganze Zeit bumrappel voll. Und hier werden wir jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen Mob-Essenz verbrauchen. Der kann jetzt mal Vollgas Enderperlen produzieren. Aber cooler Hut. Aber mich wundert es, dass ich keine Herzen kriege. Ich weiß nicht, warum muss man da. Keine Ahnung, ist da ein bestimmtes Schwert erforderlich oder so? Deswegen. Ich craft mit die. Ist besser. Da werden wir jetzt auch demnächst Herzkanister machen. Ja. So. Also, so wird dann die ganze Railcraft-Sache ausschauen. Nur halt dann mit etwas mehr Zügen. Da wird es dann hin und her düsen. Da wird es dann sich da in dem Bereich abspielen und am Logistikzentrum. Logistikzentrum wird ein großer Bahnhof davor kommen. Also das zu bauen, freue ich mich eigentlich schon wirklich, weil es wird ziemlich aufregend und viel Technik. Also viel Schaltungen. Ich versuche Computercraft. Ich bin zwar nicht der Pro im Programmieren, aber wir werden da irgendwie so mit Programmen, die ich schon bereits habe, ein bisschen ein paar Steuerungselemente einbauen. Viel mit Hebeln, viel mit Redstone, viel automatisch, das wie eben schon gesagt, das mit den Füllstanden mit Ermittlern, dass das wirklich alles automatisch und dann hier im Haupt-ME-System immer für mich verfügbar ist. Jo, so ungefähr. Also Ideen habe ich genug, da braucht ihr euch keine Sorge machen. Das wird sicher noch ewig laufen. Ja. Ich muss nur weiter tun. Aber das will ich, weil ich habe gerade Bock und freue mich schon auf die Erzverarbeitung, die wir am Samstag angehen werden. Und dann werde ich beginnen mit dem Logistikzentrum. Das wird überhaupt cool, weil das wird dann eingezäunt und mit den ganzen mit den Turtles hier, also Turrets, wird das dann abgesichert. Das heißt, wenn wir dann auf schwer spielen, ist wir noch dann hier Eingänge gesichert, das wird zwar dann noch alles beleuchtet,
Aber ja, als Beleuchtung für die ganzen Hallen und so weiter werden wir dann von Galactic Craft diese Scheinwerfer hier verwenden. Die sind Wahnsinn. Die leuchten einfach irreweit und kosten jetzt im Prinzip nicht sehr viel. Wir müssen nur ein paar Maschinen dafür bauen. Aber ja, das werden wir auch die nächste Folge machen, dass wir diese Lampen dann hier überall einbauen können. Wir könnten auch eine Magnum Torch setzen, aber wozu brauchen wir eigentlich nicht? Das funktioniert so auch. Ja, gut, dann war es das mal für den heutigen Part. Wie gesagt, merkt euch schon mal, Samstag Livestream wieder, so wieder 14 Uhr. Ja, ich denke schon. Wie gesagt, Freitag Video beachten, da stehen dann die genaueren Infos. Und ja, gut, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das alles gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like da lassen oder auch einen Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr ein Anliegen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und bis dann sehen wir uns dann irgendwann was. Jetzt habt ihr mich rausgebracht. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.